Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PC Building Simulator. Wir haben heute einiges zu tun. Wir haben schon die ersten Pakete. Wir haben ein 8 GB Riegel und ein 6700K. Und die schönen PCs, was haben wir hier? Auf 16 GB RAM aufrüsten. Fangen wir mal damit an. So, hier ist mal die Seitenwand weg. Die machen wir jetzt alle, das ist ein bisschen sauber. Der muss auch das Morgen fertig sein, das geht natürlich mal direkt hin. Dafür auch direkt der 8 GB Riegel. Na komm, schön sauber werden. Wunderschön. So, Speicher T-Force. Rein da. Mal direkt anschalten. Seitenteil wieder ran. Und läuft. Ist da was Interessantes drauf? Nicht wirklich. Ah, wirklich was Interessantes hat er also nicht auf seinem Rechner. Schade. Gut. Dann können wir den schon mal fertig machen. Nächste, was haben wir hier? Ein Virenscan. Oh, wir können doch jetzt einen neuen Table kaufen. Ah, das ist ein bisschen teuer noch. Mit warten wir noch. Okay, halt. Brauchen wir gar nicht. Den können wir direkt USB-Stick ran und den müssen wir mal nicht mehr aufmachen. Das ist doch grandios. So, unseren Virenscanner installieren. Dum, 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 dum. Braucht immer so lang. So, neu starten. Mal hier noch stehen. Ein Upgrade. Ach, das war die CPU. Ja, er hat's geschafft. Juhu. Dann Scan starten. Ui. 547 Dateien. Läuft bei dem hier. Da nehmen wir den mal mit. Der ist fertig. Und unser Upgrade. Aufmachen. Installieren Pressluft und dann machen wir die Bude als allererstes mal sauber. So, komm. Wird sauber. Wunderschön. So, hier muss einmal die CPU weg. Ja, die CPU-Kühler weg. Dann einmal die CPU raus, 6600K. Und unseren 6700K rein. Wärmeleitpaste nicht vergessen. Und dem sein Kühler. Hey, besser gehalten wird. Wollte nicht mal wieder haben. So, dann anschalten. So. Seit Jahresanschluss, keine Berechtigung. Keine Berechtigung. Wieso haben wir zu nichts Berechtigung? Geht gar nicht. So, neue CPU ist drin. Dann können wir jetzt fortfahren. Der ist fertig. Rein da. Abkassieren. Boah. Kassieren. 5 Sterne. K.
kassieren. 4 Sterne. Wir kassieren 5 Sterne. Grandios. So, CPU aufrüsten. PC-Daten, was haben wir da? Ryzen, stimmt, den konnten wir noch nicht machen. Lass mal gucken, ob wir den jetzt machen können. Nee, es gibt halt... Ja gut, wir können nur den nehmen. Aber das ist ja immer noch die gleiche CPU, aber... Dann nehmen wir halt die CPU. Das ist dann Aufrüstung, ne? Ja. Eine Diagnose stellen. Mein Spielerechner will nicht mehr hochfahren, aber ich habe nicht den leisesten Schimmer, was mit dem los ist. Könnten Sie vielleicht eine Diagnose stellen? Eigentlich scheint es ordnungsgemäß zu laufen. Der Lüfter dreht sich. Aber dann ist beim BIOS-Bildschirm Schluss. Sehen wir es schon von den Daten her? Nö. Okay. Annehmen. Ja, ist okay. Teile zum Aufrüsten. Grafikkarte aufrüsten. Ah, oh, Ricardo, der hat eine 560. Das heißt, wir brauchen was Besseres als eine 560. Oder was gesagt, was haben wir? Nö. London. Okay, 560 und es gibt halt eine. Sechzig hat 4 GB. Irgendwas, was wirklich besser ist. Was 4 GB Karten. Ja gut, dann hat sich die. Was hat der ein Budget? 500, ja, kommt dann die 89 Ti. Rein deine Lachs. Annehmen. Grafikkarte aufrüsten. Eine R992 hat er. Ja, mal jetzt gucken. R992, die waren unten. Brauchen wir 4. Okay, dann werden es 2 Stück davon. 2x89 Ti. Nehmen wir natürlich an. Levelaufstieg. Okay, ja. Ist okay, neue Teile, ne, 89 Teile. Ja. So, ist alles unterwegs. Dann bestellen wir mal für den nächsten Werktag. So. Dann kommen morgen wieder eine ganze Sache. So, Tag beenden. Zur Arbeit. Also schönes neues Zeug. CPU, 2 Grafikkarten. Womit fangen wir an? Upgrade? Ich würde sagen, wir fangen mit der Diagnose an. Schalte den Computer probehalber ein und finde heraus, was passiert. Häufig gibt er schon das BIOS-Anhaltspunkte, wo der Hase im Pfeffer liegt. Falls erstmal gar nichts passiert, liegt es womöglicherweise an einer schadhaften PSU. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe Komponenten auf Komponente, bis du die schadhafte infiziert hast. Ja, dann ran an den Lachs. Was passiert? Pff. Nee, oder? Da ist nicht wirklich keine CPU drin. Sag mir bitte nicht, dass da keine CPU drin ist. Doch, da ist eine CPU drin. Also sind wir den guten alten Trick. Gucken wir nämlich. Der ist kaputt. Haha. Das heißt, wir brauchen 9500x. Wie viel Budget hat der Kunde? Halt. Was stimmt nicht mehr? Wie viel Budget? 190. Ah. 1500x kostet genau 109. Toll. Also bestellen wir halt noch einen.
nächsten Werktags. Na ja, toll. Dann können wir den erstmal nehmen und wieder hinstellen. Der ist ja gleich fertig. Und wir nehmen uns die erste Grafikkartenaufrüstung. Ein Ruf mit der Möhre. Den machen wir uns alles erstmal sauber. Grafikkarte muss auch sauber sein, weil die können wir nämlich nachher noch verkaufen. Das wird nämlich noch ein Fest. Wir können die ganzen Teile, die wir ausbauen, nämlich auch wieder verkaufen am Ende. Komm, da hinten. Wunderschön. So, Grafikkarte raus. Das zweite Bracket auch gleich raus. Und ne. Die haben wir ausgebaut. Dann kommt dieses schicke Teilchen rein. Kabel anschließen. Oh je. Hast du richtig gesehen? Ist das ein 350 Watt Netzteil? Als ob das funktionieren wird. Das kann doch gar nicht funktionieren. Okay, das. Ich teste ihn jetzt einfach nicht. So, damit beenden wir erstmal die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, macht's besser. Ciao!